Ja gut. Das nenne ich mal einen Empfang. Die wussten wohl, dass ich komme. Türen, die sich selber öffnen, denen sollte man eigentlich nie vertrauen. Also du bist in einem Kaufhaus und da ist eine Lichtschranke. Ich sehe hier weder ein Kaufhaus noch eine Lichtschranke. Was? Aber... Hallo? Kloppt oder was? Sollen die Scheiße? Die waren schon wieder. Werd verrückt. Aber das wäre doch fast zu einfach, wenn es hier ruhig bleiben würde, oder? Habt ihr auch so ein komisches Gefühl? Okay. Warte. Ah, das war der Baum. Okay. Paranoia, sag ich doch. Was jetzt? Sieht ziemlich abgeschranzt aus hier. Aber scheinbar ist ja nichts. Na gut. Oh, wer bist du denn? Hier passiert definitiv irgendwas Komisches. Wobei das an sich keine Sensationsmeldung ist, weil im ganzen Haus komische Dinge passieren. Hey, tut mir leid, dass ich dir so lange nicht geschrieben habe. Ich wurde mit Arbeit überschüttet. Ich muss dir sagen, dass dein letzter Brief sehr verstörend war, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ich kann einfach nicht glauben, dass sie deine alten Gemälde anzünden würde. Warum sollte sie das machen? Besonders die Dame in Schwarz? Es war doch dein Tribut an sie, oder nicht? Ich weiß nicht, was ich dir sagen soll, außer dass du ihr professionelle Hilfe suchen solltest, und zwar pronto. Du müsstest wohl selbst mal mit jemandem reden. Nach allem, was geschehen ist, bin ich mir sicher, dass es dir ebenfalls gut tun würde. Ich muss dir wahrscheinlich nicht erklären, wie schwer enttäuscht der Käufer von diesen Neuigkeiten war. Die neuen Stücke verkaufen sich einfach nicht mehr so gut wie die Klassiker. Wie auch immer, ich werde weitersuchen. Du musst nur durchhalten und dich auf deine Arbeit konzentrieren. Ich weiß, dass es noch immer in dir steckt. Ich glaube an dich. Dein Freund und Agent Thomas Caldwell. Mach ich nicht. What? Ist das Thomas Caldwell? Ist er das? Thomas, bist du das? Wenn ja, wieso guckst du mich dann so komisch an? Da ist dieses Flüstern wieder. Kommt aus der Kiste. Guck mal rein. Alter, hammer's bald. Warte, das ist dieser dämliche Maulkorb schon wieder. What the? Was ist das denn? Fucking mutt won't shut up. Hey, I can do that too. See? But can you paint? No? Well, that's all right. Neither can I. So viel zur Selbsterkenntnis, aber schön, dass er bellen kann. Das ist ja mal ein richtiger Vollblutprofi, der mit seinem... Was war das? Gesehen habe ich zum Glück nichts. Was? Hör auf damit! Du bist ein verdammtes Bild. Halt, das hatten wir schon. Warte mal, geht das Bild immer weiter in die Ran in die Randwein, vor allem in die Wand rein? Oder was? Gucken wir mal nochmal. Ja!
Aber... Schucke. Hilfe? Ja, und jetzt? Nee! Alter, wo soll ich denn hin? Keine Macht in Drogen. Hei, 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 hei. Kann er nicht so recht sagen, was das jetzt war, aber es war auf jeden Fall sehr komisch. Da hat wohl einer ein Auge auf uns geworfen. Oder so. Ja gut, dann willkommen zurück, würde ich sagen. Immer noch am Leben. In der letzten Folge haben wir am Ende noch einen Brief gelesen von diesem Thomas Caldwell, der unseren Protagonisten hier dazu aufgemuntert hat oder ja dazu aufgefordert hat, ermutigt hat, er soll weitermalen. Weil offensichtlich hat er wohl Probleme gehabt mit dem Verkaufen seiner neuen Werke. Die alten waren besser. Und gleichzeitig musste er gegen Familienprobleme kämpfen. Seine Frau war natürlich da nicht so amused, dass er sich so sehr auf seine Arbeit konzentriert und alles andere vernachlässigt. Deswegen wollte er selbst seine alten Bilder, die wohl sich gut verkaufen ließen, verbrennen. Ach ja, und sie hat ihm einen grausamen Tod gewünscht, das so am Rande. Was jetzt? Wohin? Warum? Ah ja. Ah, wieder so ein Zettel hier. Leinwandkrabbler. Masse pulsierendes Fell. Wehgift zum Malen. Feuer. Letzter Ausweg. So viel dazu. Ja, eben. Die wollte halt die Bilder, glaube ich, anzünden dann letztlich. Ich weiß gar nicht, wo ich da hinlaufe. Ich sehe schon wieder gar nichts mehr, ey. Das Problem ist, wenn man hinter einem Licht hat, ne? Dann spiegelt es so dermaßen, wenn es so dunkel ist. Aber wenn ich das Licht ausmache, Alter, das würde ich nicht überleben, Leute. Seht euch scheiß mir so schon ein. Lasst das. Nicht nett. Warum spiele ich immer wieder so eine Scheiße? Was? Ist das Blut? Ist es das wert? Ja, du, ich glaube nicht, ne? Also, wenn das nicht ein Millionenpublikum erreicht, dieses Let's Play, dann war es das definitiv nicht wert. Ach so, ihr meint gar nicht das Let's Play. Das ist ja dieser Rollstuhl schon wieder, ey. Oh nee, hör mal doch auf. Was ist das denn? Sieht aus wie so Geschwüre, so bäh. Mayor Council, hold session in New Town Hall. Während es der Wahrheit entspricht, dass einige Künstler sich über ihre Zeit hinaus weiterentwickeln und dadurch für zeitgenössische Kritiker unbegreiflich werden, ist dies hier meiner Meinung nach nicht der Fall. Obwohl es mich schmerzt, das zu sagen, hat sich, das sind wir, nicht weiterentwickelt. Ed. Ah ja. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, wenn überhaupt, so sind wir hier Zeugen eines künstlerischen Rückschritts geworden. Du kannst mich mal. Okay. So langsam wird ein Schuh draus oder halt ein Bild. So langsam kann ich mir mein eigenes Bild malen hier. Scheinbar kam seine Kunst irgendwann nicht mehr so wirklich an. Das geht natürlich hart auf die Psyche, wenn man Künstler ist. Was ist denn das hier? Das ist ja übelst widerlich. Gut, nehmen wir erstmal das Ding hier. What? Oh, this is Daddy's medicine. Whenever Daddy's hurting,
This helps the hurt go away. No, don't touch that! Oh God. Wait, I'm sorry. I'm sorry. Can't touch this. Und nun? Das war das nächste Teil, nehme ich an. Ist das vorgesehen, dass man so nah rangeht? Ich gehe lieber wieder. Statt nah ran bevorzuge ich weit weg. Gott! Nein! Aber... Oh, wo kommt das her und was war das? Also was auch immer es ist, es kommt irgendwie deutlich häufiger in letzter Zeit, kann das sein? Beziehungsweise vorher war es überhaupt nicht da und das war mir irgendwie lieber. Oh. Ich fand klappernde Klaviertasten irgendwie viel toller. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Ich hoffe, dass das nur der Wind ist, der hier so komisch tut. Okay, ich nehme alles zurück. Es ist nicht der Wind, glaube ich. Oh Gott, wir sind so am Arsch. Wobei, korrigiere noch einmal. Ich bin am Arsch. Ihr lacht euch wahrscheinlich denselbigen ab, wenn das so weitergeht. Was steht da? Ein bisschen Schmerz reicht weit. Naja. So, und wie soll ich jetzt nochmal diese Tür öffnen oder generell überhaupt irgendwas aufmachen hier, damit ich weiterkomme? Liegt hier gar nichts rum, was ich irgendwie angrabbeln kann? Lass mich angrabbeln. Ich traue mich halt nicht, da lange stehen zu bleiben. Irgendwann springt mich irgendwas an und dann ist endgültig... Oh. Was? Was ist das bitte? Definitiv nicht der Wind. Weil ich soll jetzt weiter an der Kette ziehen und die des Dings da, was auch immer da drin ist, weiterquälen? Ja gut, von mir aus. Oh. Entschuldigung. Alle guten Dinge sind drei. Das sag ich doch. Aha. Na, geht doch. So, was erwartet uns jetzt? Weiß man nicht so genau. Aber wir haben doch den Whisky. Eigentlich müssen wir uns doch jetzt langsam wieder Richtung Atelier begeben. Hörst du auf? Oh, Scheiße. Und ich höre wieder dieses Flüstern. Das heißt, wir haben da wieder irgendwas zum Angrabbeln. Dieser Brief ist es nicht. Gut, bevor ich jetzt irgendeine Tür öffne, gucke ich erstmal, ob ich da rankomme. Ach, hier, am Boden. Ach, die Pinsel. Ja, dann. You fucking took it from me. My gift. I want it back, you hear me? I will bring you back. Drag if I have to. I will make it right, honey. I promise. I will make you right. Was? Ich dachte, er heult, weil die Pinsel zerbrochen sind. Ich meine, ist ja auch bitter. Die Gabe genommen. Ich bring dich zurück. Ich mach dich wieder ganz. Hä? Kann es sein, dass er vielleicht die ganze Zeit gar nicht mit seiner Frau oder von seiner Frau redet, sondern von dem Bild? Dieses eine, jene, welche, das wir vervollständigen sollen? Ist es das?
Sollte man denen vielleicht mal sagen, das Bild hängt falsch rum. Ich werde jetzt sicher nicht den Bildschirm drehen dafür. Ey, aus. Solche Spinnereien fangen wir gar nicht an hier. Was? Oh, scheiße. Oh. Oh. Fuck, was ist jetzt los? Das waren definitiv nicht meine Schritte. Ich habe mich ja nicht bewegt. Könnten wir vielleicht das Licht... Ah! Oh, scheiße. Das hätte ich mal besser nicht gemacht. Da ist wieder irgendwas zum Angrabbeln. Aber jetzt sehe ich halt gar nichts mehr. Oh, Junge, wie komme ich denn jetzt hier durch? Ah, hier rum. It's hopeless. I just can't take it anymore. I might as well try to paint with both of my arms broken. Ja, gut. Gibt's auch. Oh Gott, ich sehe hier überhaupt nichts mehr. Hallo. Oh Gott, ich finde nicht mal den Weg raus. Jetzt. Oh. Leck mich doch, ganz ehrlich. Oh, was bist du denn für ein lustiger Kleiner, hä? Hm. Alter, wenn er das gemalt hat, bezweifle ich, dass die kurzen Beinchen beabsichtigt waren. Alte Jammerwurst, ey. Ja, Jammerwurst, ihr habt richtig gehört. Schickes Etui, by the way. Was mit den Bildern so auf sich hat, das weiß ich auch noch nicht so ganz. Das sind ja immer so zwei Bilder übereinander gelegt. Das sieht auch übelst komisch aus. Total verschoben einfach. Okay, haben wir hier noch irgendwas in dem Raum? Nein. Ach, heißt das, wir dürfen gehen? Ach, das ist ja höchst erfreulich. Oh, Aufzug fahren schon wieder, muss das sein. Hallo? Bleibst du auf? Na gut. Na, Türchen wieder zu. Hebel rum. Abfahrt. Oh, ich kann da gar nicht hingucken. Okay. Nein. Warte. Hä? Was ist denn jetzt? Wieso ist... Hallo? Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh. Oh, nee. Was? Nicht schon wieder du. Ey, Alter. Oh, fuck. Du fährst mir ein bisschen oft auf die Fresse zurzeit, Kollege. Oh, scheiße. What? Was ist denn das schon wieder? Oh, gehst du mal... Okay. Geht das vielleicht noch auf heute, oder? Das war wohl ein Nein. Auch das klemmt, wunderschön. Welches haben wir denn jetzt noch nicht? Das hier, oder? Auch nicht.
Boah. Kranke Scheiße. Na gut, jetzt haben wir ja Zeit. Für dieses Spiel, also für die Verhältnisse dieses Spiels, ein sehr angenehmer Raum der Zeit. Da kann man sich gerne mal ein bisschen ausruhen. Ja gut, okay. Die Schubladen gehen schon mal nicht auf. Wunderbar. Die Türchen auch nicht. Hier geht gleich überhaupt nichts. Waren wir hier schon? Okay, der Raum, der ist einfach nur da. Und der hier ist einfach nur kaputt. Was rumpelt denn da immer so? Oh, fuck, was? Wieder dieses Flüstern. Wieder eine Kiste. Boah, überhaupt sei erstmal 10 Schritte weggemacht. Hickory, Uhr. Dickory, Dock. The mouse ran up the clock. The clock struck one. Horror ran down. Hickory, Dickory, Dock. Hickory, Dickory, Duck. Und so. War's ein bescheuerter Reim. Ne, ehrlich, ich fand den nicht gut, Leute. Ohne Witz. Ich hoffe, ihr stimmt mir dazu. Wenn nicht, dann halt nicht. Oh, jetzt laufe ich wieder gegen den Tisch. Okay. Ist wieder unser kaputter Aufzug, oder was? Oh, jetzt kommt dieses Geplärre schon wieder, ey. You know, even though you are my rival and the source of all my sorrows, you're also the only one I can still talk to. The only one who will listen. I'm not sure if it's funny or merely pathetic. Probably both. Bestimmt. Nee, ist keine Uhr, ist so ein Puder-Dings da, Spiegel-Teil. Keine Ahnung, ich bin keine Frau. Wie nennt man das? Mann. Wieso genau leuchtet das so? Ich glaube nicht, dass es hier weitergeht, oder? Oder soll ich mal versuchen, Tür zu? Ah, soll es irgendwie verkohlt oder glühend darstellen? Also als hätte es gebrannt, so gesagt. So gesehen, sozusagen, praktisch. Ah, ja, warte mal. Also, ganz geschickt gemacht hier. Kommst du kaum rum? Ja gut, dann geht's ja nur hierhin weiter. Ah, da hat mir schon jemand die Tür aufgemacht. Wie überaus freundlich. Hi.